wenn ich ihn erschieße, sollte ich einen besseren Grund haben, als er hat meinem Befehl widersprochen. Ja. Auch wenn das theoretisch reichen würde, aber es ist einfach politisch. Naja, er ist der Captain an Bord von seinem Schiff und hier hat er seine Befehlsgewalt. Das ist das Problem. Kapitän an Bord, ne, der. Gut. Ja, du kannst die Tür vom Gefängnis dann auch öffnen. Das ist dann mit deinen inquisitorialen Codes kein Problem. Du siehst in das Gesicht von, das scheint wohl auch ein, er ist kein Maschinenseher, aber er ist irgendwie jemand vom Mechanikus. Also er hat halt eine rote Robe an, ist aber nicht vercybert oder sowas, aber hat halt diesen ganz normalen, dieses Mechanikus-Symbol auf seiner roten Robe in weiß. Also kein Priester, sondern ein einfacher Handwerker, genau, oder richtig. Diener, sowas. Genau. Danke, mein Lord. Verzeiht, ich wollte euch keine Umstände bereiten. Naja, noch habt ihr das nicht. Und solltet ihr es getan haben, werdet ihr mit euren Ableben bezahlen. Macht euch keine Sorgen. Lan hätte mich ja schon erschießen können. Er hat's nicht getan. Ja, wir werden jetzt erstmal gehen. Und dann würde ich mir den Mann greifen. Ich nehme an, ich kann den ohne Probleme mit einer Hand tragen, richtig? Ja, klar. Okay. Bruder, würdest du vorgehen? Ich finde mich auf diesem Scheißkahn nicht zurecht. Kein Problem. Ich habe mir den Lageplan eingeprägt. Damit gehe ich voraus und leite meinem Bruder den Weg. Ja, so könnt ihr im Prinzip auch alle gemeinsam dann auftauchen auf der Offiziersbrücke bzw. dem Kapitänsdeck, wo ihr dann die verschiedenen Offiziere, den Meister der Lehre erkennen könnt, Archibald Hess, den Brigadier vom Astra Militarum, den Seneschall, der bisher sehr zurückweichend war, die erste Offizierin, und auch einen Astropaten, der sich dann zu euch gestellt hat, und selbstverständlich ist auch dann von seiner Kanzel Dias Lan heruntergekommen, der Kapitän mit seinem Pelzmantel, den er immer wohl noch trägt. Auch wenn es hier keine Kälte gibt, aber den Pelzmantel hat er sich wohl trotzdem gerne umgelegt. Ich danke für euer Einverständnis, muss ich ja fast sagen. Euer, nennen wir es mal, Servitorenwart hat unsere Aufmerksamkeit auf, lasst es mich spannende Vorgänge gelenkt. Diese werden wir nun erst prüfen müssen. Nun, ihr habt schon meine Offiziere darum gebeten, Einsicht zu bekommen in die Protokolle, ja? Richtig. Dies ist korrekt. Von eurem Gefangenen hier hat euer vorheriger Maschinenseher keinen Servitoren zu schaffen gemacht. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, jedoch ist das eine Gefahr, die wir nicht eingehen möchten. Dafür ist unsere Mission zu wichtig. Naja, und euer Leben zu schade, wenn ich das so sagen darf. Weil wenn das Gellerfeld uns verlassen sollte im Warp, werdet auch ihr vermutlich euer Ende schon ahnen können. Also gut. Ich habe bisher mit Bennex nur einige Worte gesprochen. Er hat den Mord auch nicht abgestritten. Er gibt ja zu, dass er den Maschinenseher Kreth umgebracht hat. Alleine das hätte im Prinzip schon die Gerichtsbarkeit und seinen Tod bedeutet. Allerdings wollte ich ihn lieber dem Mechanikus übergeben. Deswegen habe ich ihn noch nicht hingerichtet. Und darum geht es ja auch gar nicht. Also uns interessiert das nicht, ob ihr einen eurer Leute hinrichtet oder nicht, aber uns interessiert, ob dieses Schiff voll funktionstüchtig ist oder nicht. Nun, wir haben selbstverständlich nicht alle Servitoren prüfen können, dafür sind es zu viele, aber wir haben zumindest keinen Schrottcode innerhalb unserer Systeme. Naja, ihr als Kapitän würdet sie ja mit Sicherheit wissen. Welche sind denn die systemkritischen Servitoren? Vermutlich die sich hier befinden, am Gellerfeld. Selbstverständlich. Die Plasmageneratoren werden zwar von anderen Mech-Diakonen überwacht und bewacht, aber all das, was ihr hier auf unserer Brücke findet. Nun, der Astropath hat noch einige Servitoren angeschlossen in seiner Kabine. Die Navigatoren nicht. Die fahren alleine und gleiten uns dann durch den Warp. Und das Gellerfeld wird selbstverständlich auch von neben den Mech-Diakonen von einigen Servitoren verwaltet. Also wie die Offiziersbrücke. Aber wie gesagt, wir haben keinen Shortcode. Das haben wir überprüft.
Ihr habt etwas dagegen, uns die Liste zur Verfügung zu stellen. Uns einige Stunden zur Prüfung zu geben. Einige Stunden der Prüfung? Darum bitte ich. Nun, ich werde mit eurem Watch Captain Brand darüber sprechen, aber es ist im Prinzip eure Mission. Und ich glaube, dass Aurum an sich nicht weiter dringlich ist, aber Eloises sehr wohl schon. Also ich gucke auch nochmal Wilhelm und Thordal vor allen Dingen an und meine dann so zu Thordal und vielleicht nur eine Stunde prüfen. Ich schlage vor, wir sollten schauen, wie viele Servitoren in irgendeiner Form befallen sein könnten oder sonst was dergleichen sein. Und dann seht aber euch doch... Mehrere Stunden klingt definitiv alleine wegen Eloises und den anderen Teams als kritisch an. Seht euch doch in der Küche schon einmal um. Ich lasse dann ein Protokoll über meine Offiziere an euch weitergeben. Ich würde mir ganz gern einmal das Quartier und den Arbeitsplatz von dem getöteten Maschinenseher angucken, ob man dort etwas findet, was auf Häresie hindeutet. Ich werde euch begleiten. Das findet ihr neben der Schmiede. Den genauen Aufenthaltsbereich selbst wüsste ich nicht, aber auch das kann Kiberos euch überstellen. Nun gut, Brüder, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Umso schneller, umso besser. Lasst uns laufen. Ich würde einmal das andere Deathwatch-Team anfunken, insbesondere die beiden Tech Marines. Ja, du bekommst auch da eine Verbindung in deren gesamte VOG-Strecke. Also dann sprichst du im Prinzip mit allen. Könntest du auch einzelne raussuchen, aber jetzt erstmal sprichst du auf der gesamten Deathwatch-Frequenz. Völlig in Ordnung. Hallo Brüder. Bruder Ifrit hier. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar scheint es, dass die Möglichkeit besteht, dass die Servitoren insbesondere an den kritischen Stellen im Schiff manipuliert wurden. Da wir nicht allzu viel Zeit haben und Eloises drängt, wollte ich euch bitten, dass ihr uns bei der Suche nach der möglichen Sabotage unterstützt, dass wir alle die Servitoren an den kritischen Stellen einmal überprüfen können, sodass wir gesichert in den Warp übertreten können, ohne Angst zu haben, dass das Gellaf ohne die Befürchtung haben zu müssen, dass das Geld auf viel zusammenbricht und wir dort stranden. Deckschmied Numatar hier. Ich werde auf die Offiziersbrücke kommen. Vielen Dank, Bruder. Ja, ich begebe mich mit Thordal im Laufschritt zu dem Quartier von dem Maschinenseher. Ja, wirst du neben der Schmiede finden. Da kannst du dann auch auf alle Fälle den Eisenschmied der Iron Hands schon hören, wie er da wohl gerade an irgendwelchen Sachen werkelt. Gehst einfach dran vorbei und kannst dann dem Wegplan folgen. Zwei Räume weiter siehst du dann die Kammer, die etwas luxuriöser ist als die Gefängniszellen. Ist auf alle Fälle so ein bisschen personalisiert. Aber dort findest du dann das Arbeits- und auch den Wohnbereich von Kreth. Was tun die anderen? Was tut Thordal zum Beispiel? Thordal ist bei mir. Ja, Thordal ist bei dir? Ja, alles ich schaue mich ja mit um. Ich will ja schauen, ob ich irgendwas finde. Vier Augen sind besser als zwei. Ich stelle fest, dass ich keinen Tech-Use habe. Also schließe ich mich den beiden Augen an. Ich würde schon mal anfangen, mich auf der... zu dem Navigator gehen und dort die Servitoren prüfen, die bei ihm in der Kammer stehen. Mhm, gut. Ihr könnt seinen Raum begutachten und seht eine ganze Menge Servitoren, die auf seinem Arbeitspult liegen, in verschiedenen Zuständen, mal auseinandergebaut, also auch komplett restlos zerstört. Andere, die auf eine Reparatur in der Ecke warten und dort einfach verharren, so ein bisschen herumstinken. Und auf noch die Einpflanzung von ein paar Schaltkreisen warten. Es liegen so ein paar Schaltpläne auch daneben, aus denen ihr aber auch nicht ganz schlau werdet. Und es ist halt der Raum von einem Maschinenseher. Wenn ihr da nicht richtiger Tech-Priester seid oder so, ist das schon schwierig. Ihr dürft aber gerne mal auf Tech-Gebrauch würfeln. Oder auf Suchen. Klingt besser als Tech-Gebrauch. Habe ich mir gedacht.
mal Tecke brauche. Ich bin mir gerade mal sicherheitshalber gucken, aber ich glaube, das habe ich nicht. Ja, ich weiß. Ich würde mich auch. Ihr weigert euch ja seit vielen Missionen, einen Tech-Priest anzuheuern. Suchen. Das ist ein Erfolg. Ich wollte gerade sagen, wie viele Erfolgs gerade hast du? Ein. Ich habe 49. Also ich habe leider nur Aufmerksamkeit. Geht es damit auch? Suchen ist schon suchen, also etwas durchsuchen. Ja, okay. Gut, das habe ich anscheinend auch nicht. Ne, steht nicht in meinem Bogen. Na, ich habe es zumindest auf Basic. Ja, ihr schaut euch das so ein bisschen an, mustert die Servitoren, die da stehen, ja, also ob die in der Küche stehen oder sonst wo, ihr meint, dass die wohl aus dem ganzen Schiff kommen, das Schiff ist groß und dementsprechend viele verschiedene Armteile haben die, ob man damit jemand dann auch töten könnte, ja klar, also sicherlich, wenn die genug Druck ausüben, aber auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, als wären die auch bösartig oder würden euch dann angreifen, selbst wenn ihr dann mal so ein bisschen gegen ihre Köpfe schnippt oder selber so ein bisschen Aggression zeigt, die würden einfach darauf warten, dass ihr die dann zerstört und da auch nicht drauf reagieren. Cry, du kannst dann ja, das Bett so ein bisschen abtasten, guckst einmal da drunter und als du wieder nach oben kommst, merkst du wohl, dass die Wand hinter dem Bett, da ist eine Metallplatte, die man abnehmen kann. Da fehlen zwei Schrauben. Dein Tech-Priester sieht das eher nach Absicht aus. Also ich zerleg derweil den Schrank total unmotiviert. Ja, du siehst da drei rote Roben mit verschiedenen Ordensinsignien, die dir alle nichts sagen, aber alle sind sie rot und alle wohl riechen ein bisschen nach Maschinenöl. Ja, Cry würde sehr motiviert mal die Platte erstmal abtasten, ob es vielleicht irgendwie einen Drucksensor gibt oder ob man noch zwei weitere Schrauben rausschrauben muss oder einfach aufbiegen. Im Prinzip könnte sie auch aufbiegen. Das hat der Maschinenseher sicherlich anders gemacht, aber wenn du dann mit deinen Panzerhandschuhen einmal hinterfingerst, dann ein kleines Stückchen zurück in deinen Finger bekommst und dann umbiegst, kannst du auch merken, dass dahinter ein Hohlraum ist. Hast du was gefunden? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube ja, ein Hohlraum. Ich habe nichts gefunden. Ich suche weiter in einem anderen Schrank. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich gefunden habe, aber hier scheint ein versteckter Hohlraum zu sein. Dann lasst uns mal hineinschauen. Dann komm ich mal zu dir und schau mit rein in den Hohlraum. Und er würde wie so eine Sardinenbüchse quasi um dieses Metall so vorsichtig aufrollen. Ne? Mit Panzerhandschuhen ist ja auch nicht besonders geschickt. Ne? Ja, je nachdem, wie weit du es einmal zusammenrollst, wirst du auch feststellen, dass dein Helm Signale auffängt, also irgendeine Strahlung, die wohl aus der Kammer kommt. Und je weiter du aufrollst, desto stärker wird diese Strahlung. Teilweise siehst du auch, wie dein Bildschirm so ein bisschen flackert am Helm. Ich empfange Dinge. Dinge? Stimmt, eine Form von Strahlung aus dem Loch. Wer war das? Was war das? Sind das die Servitoren hier bei uns? Die Servitoren sind weiter still. Ich würde mich mal genauer umhören und schauen und da drauf fixieren, von wo das herkommt. Kam das aus dem Funk? Das kam aus dem Hohlraum. Ein gestörter Maschinengeist. Ich würde mal die Scheinwerfer am Helm anmachen. Du siehst, wie im Hohlraum einige Platten liegen, klein, mit irgendwelchen Runen darauf, irgendwelche kleinen Rillen, die da eingearbeitet worden sind. Das muss wohl so ein Schaltkreis sein. Du kennst dich damit überhaupt nicht aus, aber warum auch immer er diesen Schaltkreis da jetzt hinter versteckt hat. Beziehungsweise es ist nicht nur einer, es sind 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, ich würde mal einen Tech-Priest anfunken. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Gute Idee. Das wollte ich gerade vorschlagen.
Ja, es dauert gar nicht lange. Der steht ja zwei Räume weiter und dann kannst du hören, wie sich über die Metallplatten ein gewaltiger Koloss bewegt. Der Iron Hand hat natürlich noch große Tech-Arme auf dem Rücken, die ihn dann noch weiter erschweren und dann sicherlich aus den 800 Kilo das Doppelte machen. Betritt er den Raum, blickt euch an, er hat wohl seinen Helm auch aufgesetzt und hat seine Axt selbstverständlich auch als Ordenssiegel in der Hand. Ja, ich gehe aus dem Raum raus, weil ich denke mal, vier Space Marines wird der Raum, egal wie luxuriös ist, wahrscheinlich nicht verkraften. Wird schon eng, ja. Vor allem, ich deute auf Bruder Krei und sage, mein Bruder hat etwas gefunden, schaut euch das an, bitte. Ich denke, euer Wissen ist ja sehr gut vonnöten, Bruder. Ich schaue es mir an. Ja, und damit drückt er mit einem seiner überzähligen Arme, drückt er Krei einfach beiseite. Seine Arme tasten dann in die Richtung. Er benutzt dann aber tatsächlich seinen eisernen Arm und drückt dann einmal zu. Es knirscht einmal metallisch und dann stirbt dieses Rauschen und Kreischen in eurem Helm ab. Der Schrottcode ebbt ab und er öffnet dann, wenn er sie dann rausgeholt hat, seine Hand und hält euch dann die zerstörten Platten hin, auf denen ihr tatsächlich dann auch auf der Rückseite einen Chaosstern erkennen könnt. Diese Verderbnis hat wohl auch diesen Priester erreicht. Damit haben wir einen Beweis, dass er definitiv nicht der war, für den er sich auszugeben meinte. Ich kontaktiere den Captain und informiere ihn über unseren Fund. Ja, Brüder, was habt ihr denn gefunden? Tech-Heresie, würde ich sagen, Bruder. Ja, in welchem Umfang? Das müssen wir noch herausfinden. Ich denke, das sind seine Ersatzteile oder möglicherweise seine Tech-Bomben, die er hier verteilen wollte. Aber uns ist halt nicht bekannt, ob er schon welche verteilt hatte. Das heißt, wir müssen jeglichen Beweis identifizieren. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die gesamte Maschinerie hier untersucht wird. Ja, ich denke auch. Der Eisenschmied wird sich dann auch zu den Servitoren hinstellen, die einmal begutachten und dann, nachdem er die Schaltkreise sich angesehen hat, im Gegensatz zu euch sagt ihm das selbstverständlich was, wird er dann einem nach dem anderen mit seinem eisernen Arm den Kopf zerdrücken, sodass der mit einem Matschen Blut, Gehirnteile, die rausspritzen und auch maschinelle Kabel, die dann in seiner Hand zurückbleiben, ein paar Hautstückchen oder Fetzen, wird er einem Servitor nach dem anderen den Kopf zerdrücken, die dann einfach in die Knie gehen oder an Ort und Stelle einfach bleiben und dann zusammensinken. Bruder, könnt ihr herausfinden, was diese Machenschaften für ein Ziel haben? Könnt ihr dies identifizieren? Ich werde mir die Daten dazu ansehen. Analysen laufen. Und damit geht er wieder zurück an den Schreibtisch von an dem einige Servitoren liegen und würde sich dann mit dem Datenpad von dem Crest verbinden. Ja, also wie gesagt, ich informiere. Seid vorsichtig. Ich informiere den Captain und sag ihm, dass es wohl angebracht wäre, eine schiffsweite Überprüfung der Systeme, insbesondere aller Servitoren, anzuordnen, weil wir haben Beweise für Tech-Heresie gefunden und für Schrottcode. Im Weiteren sollten wir überprüfen, ob nicht weitere des Rechters Adeptus Mechanicus infiziert sind. Ja, die Heretiker ziehen einander an, da hat mein Bruder nicht Unrecht. Findet seine nächsten Freunde, Anhänger, Familienmitglieder. Wir brauchen eine Liste. Ja, während ihr euch dort entweder auf dem Gang der Schmiede oder eben im Zimmer unterhaltet, könnt ihr auch sehen, wie ein weiterer Ultramarine herantritt, der wohl auch seinen Helm unter den Arm geklemmt hat. Es ist Toreus. Und nickt euch dann freundlich zu, vor allem Octavius, dem er dann auch freundschaftlich die Hand gibt.
Ich werde... Ich begrüße den natürlich auch. Bruder, ich werde selbstverständlich auch meine Leute in den Kampf schicken und all die Servitoren ausmerzen, damit wir schnell unsere Reise nach Eleusis antreten können. Nun, wir sollten vorsichtig sein. Einige Servitoren sind für den Schiffsgebrauch sicherlich essentiell, aber ihr habt recht, wir müssen schnell und gründlich vorgehen. Boah, gute Arbeit. Kümmere dich gemeinsam mit unserem Numata um die Offiziersbrücke. Ich denke, das ist einiges wichtiger. Nun. Hat der Captain sich schon gesagt, dass sie einen Scan der wichtigen Servitoren vorgenommen hatten? Eigentlich schon, ne? Naja, Bruder. Wenn er hier der höchste Techpriester war, hat er viel. Soweit ich das weiß, war er einer der hohen Seher. Wir sollten vielleicht schauen, dennoch, wer ihm unterstellt war. Die Infizierung des Chaosmarktes ist relativ. Einmal prüfen ist gründlich, zweimal prüfen ist genau. Und wir sind von der Deathwatch, zwinkert hier der Ultramarine zu. Dementsprechend müssen wir auch, wie gesagt, den Adeptus Mechanicus auf Herz und Nieren prüfen. Denn, wie man sieht, hat er das Chaos versucht hier zu verbreiten. Warum, ist relativ egal. Dass er es getan hat, ist Heresie persönlich.